Die Lösungen von heute sind nicht die Lösungen von morgen. Man ist dauernd vor eine neue Aufgabe gestellt und das macht es so abwechslungsreich und so spannend. Das ist wirklich das, was ich mir so vorstelle beim Studium. Es war eigentlich reiner Zufall, dass ich auf den Studiengang aufmerksam geworden bin. Das hat mich sofort interessiert, habe das ein bisschen mehr recherchiert und dann fand ich, war das sehr spannend. Und dann habe ich mich dafür eingeschrieben und habe es seitdem nie bereut. Es ist ein Ingenieurstudiengang, wo Sie wirklich eine herausragende Rolle haben. Es gibt nur sehr wenige Absolventen, es gibt super Jobaussichten. Da stehen Ihnen eigentlich alle Türen offen. Die ersten zwei Semester sind wirklich geprägt mit naturwissenschaftlichen Fächern. Da geht es um Chemie, um Physik, Maschinenbau. Mathe ist natürlich auch mit dabei. Ab Semester 3 aufwärts ist es wirklich fokussiert auf die Herstellung von Papier und Fasern inklusive der Automatisierung. Nach meinem Praxissemester im 5. Semester bin ich dann ins Auslandssemester gegangen, im 6. Semester. Das ist ein freiwilliges Auslandssemester. Ich war in Finnland, in Jyväskylä. Diese andere Kultur, diese finnische Kultur, war unglaublich spannend und schön. Hier an der Hochschule wird natürlich auch stetig Forschung betrieben. Was für neue Faserstoffe gibt es? Wie kann man Papierprodukte noch nachhaltiger machen? Aus den Fasern von den Tomatenpflanzen kann man Papier machen, Spargelpapier. Das Thema Nachhaltigkeit war mir auf jeden Fall wichtig in meinem Studiengang, weil ich glaube, es ist einfach auch ein Thema unserer Generation und auch einfach was, was wir nicht aus dem Blick lassen können. Im Verlauf von unserem Studium hat man sehr oft die Möglichkeit, zum Beispiel mit auf Messen zu gehen, auf Tagungen oder vor allem auch Exkursionen mitzumachen. Daher, dass man wirklich viele Industriekontakte während des Studiums sammelt, ist es enorm einfach, danach einen Job zu finden. Und man muss auch nicht irgendeinen Job nehmen, man kann wirklich sich aussuchen, was möchte ich machen und was interessiert mich. Also der große Vorteil bei uns liegt natürlich in der kleinen Gruppengröße und einfach, dass wir ein super familiäres Verhältnis haben. Dadurch macht es natürlich eine Vorlesung viel angenehmer. Man kennt die Professoren kennen einen und dementsprechend kann man das auch sehr flexibel gestalten, das Studium. Aufgrund dieser kleinen Studentenzahlen, zahllosen Industriekontakte, der Kontakt mit den Professoren. Also für mich war das der perfekte Studiengang und ich würde es jederzeit wieder so machen.